Freunde, und getreu nach dem Motto, wer schafft, braucht Kraft. Unser Kollege hier, der Bambi Plattfuß, schiebt schon wieder einen riesen Kohldampf. Der ist so fleißig beim Installieren und deswegen gibt es jetzt noch Burger. Besser sich wundern. Ja, ein Burger. Was für Burger? Einfach nur Burger. Genau. Video heißt einfach nur Burger. Und die mache ich jetzt. Und dazu gehen wir vor und lassen ihn hier weiter installieren. Wenn ich sage einen einfachen Burger, dann mache ich auch bloß einen einfachen Burger. Gut, ich denke, das werden Doppelpatties drauf. Ich habe hier 800 Gramm Hack gemischt. Dann habe ich einen Gouda und einen Cheddar-Käse. Ganz einfache Burger-Buns auf die Schnelle mitgenommen. Ja, wo wir bei der Grillschau schon waren, nehmen wir natürlich auch wieder das Messer heute her. Salz und Pfeffer von der Grillschau. Burgerpresse natürlich nachher auch. Und ja, was habe ich noch? Worcestersauce, an Ketchup, an Mayo, ein paar Gurken, ein bisschen an Senf und natürlich Bacon, weil ihr wisst ja, Baconsaft gibt Manneskraft. Und Moment, das weiß ich jetzt schon, dass ich gleich brauche. Eigentlich wollte ich jetzt ein normales Paniermehl nehmen, aber in dem Fall reicht ein Panko-Mehl. Das braucht man natürlich, oder braucht man auch noch bei dem, was ich mit dem Hack gleich vorhab. Ja, dann fangen wir mit dem Hack an. Salz und Pfeffer. Und ganz einfach und ganz normal. Das mache ich wieder mal freie Schnauze nach Gefühl. Einige werden jetzt wieder sagen, kann man doch nicht machen, aber Leute, das gibt Geschmack in den Burger rein. Also mache ich das. Und deswegen werden wir jetzt auch noch gleich ein bisschen Panko-Mehl hinzufügen. Weil ich weiß, dass es sonst viel zu matschig wird. Ja, und dann heißt es erst einmal Fausten und durchkneten. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich die Waage nehme oder nicht. Weil jedes Patty wird so um die 100 Gramm haben, sollte bei 800 Gramm Hackfleisch, 8 Patties machen wir, 4 Leute sind wir, auf jeden Burger sollen 2 Patties drauf. Tja, und die Kugeln werden immer größer. Tada, halbwegs gleichmäßig, das passt soweit. So, dann stelle ich die jetzt bloß noch mal kurz in die Kühlung, weil die Feuerplatte ist auch noch nicht an und danach machen wir ja mit dem anderen Zeug weiter, mit der Soße zum Beispiel. Beim Sößchen muss ich jetzt wirklich tief im Gedächtnis kramen, aber das war definitiv Ketchup, Mayo, die schmeißt man am besten gleich durch die Gegend. Na komm schon. Und Senf. Ich
in irgendeinem Video habe ich da mal eine halbwegs genaue Mengenangabe gemacht. Ein Schluck Gurkenwasser. Und dann häckseln wir uns jetzt noch zwei oder drei Gürkchen klein. Das mache ich jetzt noch schnell und dann sehen wir uns wieder. Leute, mir ist es jetzt mal wieder passiert, dass ich vergessen habe, die Aufnahme zu drücken. Total blöd, aber ist jetzt passiert. Ich habe die drei Gürkchen klein gehäckselt, hiermit untergerührt. Ein bisschen von dem Gurkenwasser habe ich wieder abgeschüttet, weil das war einfach doch zu viel. Dann noch ein bisschen Salz und Pfeffer mit rein und für mich das beste Burgersüßchen überhaupt. Richtig geil und lecker. Gut, das kommt jetzt auch noch in die Kühlung. Schatz wird uns jetzt noch ein paar Zwiebeln dünn schneiden, dass wir einfach noch ein paar Zwiebeln auch noch mit draufhauen können. Und dann gehen wir eben mit den vier Burger Buns, der Soße, dem Hackfleisch, dem Käse und dem Bacon dann raus an die Feuerplatte. Wir sehen uns draußen wieder. So Leute, hier drinnen sind gerade noch die letzten Fehler behoben worden. Er hat ein Kabel vertauscht und egal. Ich probiere heute diese Vitom, ich hätte fast wieder Ytom gesagt, Zange aus. Also von den normalen Vitom bin ich ja nicht so überzeugt, aber diese Burgerzange hat mir einfach so gut gefallen. Die habe ich am Sindelfingen einfach mitnehmen müssen. Ja, und die probieren wir aus. Und ich sehe gerade, der Akku lässt auch schon stark nach. Aber ein paar Minuten brauchen wir noch an der Platte, dass die ein bisschen runterbrennt. Nicht, dass uns hier gleich alles verkokelt. Und dabei hänge ich schnell noch den Akku zum Laden hin. Jetzt, da das Video auf einmal aus ist. Hey, was höre ich da? Wir haben den Wurst ausgewässert. Geilomat, Leute, geilomat. So, die Platte wäre soweit. Und hier kommt unsere kleine, aber feine, chaotische Übersicht. Alles da, was wir brauchen. Und wir fangen jetzt gleich einmal mit dem Bacon an und tun den uns anschmuggeln. Den habe ich auseinandergerissen. Ja. Eins nach dem anderen machen wir jetzt doch. Nur eine Gurgler, wenn es pressiert. Was ich vergessen hatte, natürlich noch die Gloschen, dass wir nachher noch den Käse schön zum Schmelzen bringen. Und jetzt der Einspieler mit der Musik für die geile Burgerpresse von der Grillo. Fail. Wieso gehst du nicht runter? Ich werde wahnsinnig. Das ist mir ja auch noch nicht passiert. Ja, was soll das jetzt? Ihr brecht zusammen, Leute! Tun wir hier noch ein klein bisschen Öl drauf, weil das Hackfleisch noch etwas klebrig zu sein scheint. Oh, was habe ich denn da für Hackfleisch erwischt? Blutige Hennerkäpp. Also das war beim letzten Mal nicht der Fall. Ich glaube, ich muss mich bei der Grillshow melden. Das ist ein Produktionsfehler. Nein, aber das liegt wahrscheinlich an den Zutaten, was in den Patties drin ist. Weil die sind doch schon etwas sehr klebrig. Also wie gesagt, das liegt mit Sicherheit an dem
ja, Zutaten, was ich in den Fettig mit reingemischt habe. Anders kann ich mir das absolut nicht erklären. Hier fangen wir jetzt gleich einmal an, das schöne Beckenfett aufzufangen. So, das ist geil. Ja, ein bisschen können wir noch. Jawohl, dann kommt der Käse drüber. Und hier hinten haben wir jetzt den Cheddar so drauf, ohne Gloschen. Und dann gehen wir gleich mal hier rüber mit der Ich sage ja, heute ist der Platz irgendwie beengt. Oberteil. Wisst ihr, was ich jetzt vergessen habe noch drinnen? Den Salat. Lassen wir ihn weg? Gut, wir lassen den Salat weg. Ich bin dafür mit führendes Geruchs-YouTube-Ei. Das riecht nämlich so lecker. Ja. Also hier habe ich die Gloschen jetzt. Ja, sieht gut aus. Über die Cheddar-Teile drüber. Und gehen wir wieder rüber. Weil da schmeißen wir jetzt noch ein bisschen Bacon gleich unten rein. Der ersetzt uns jetzt den Salat. Zwiebeln kommen oben drauf. Ja. Und dann können wir auch schon die anderen holen. Au, heiß. Noch heißer. So, wie das hier nichts abstürzt. Noch ein bisschen Soße oben drauf. Drei Zwiebelchen. Nochmal zerlegen. Dass wir da auch noch ein Bacon oben drauf wuchten. Voila! So, Freunde. Und eigentlich hätte ich das Ding ja auch der Weepin-Burger nennen können, aber. Nein, einfach nur mal Burger. So, und zum Teufel nochmal, ich weiß immer noch nicht, wie wir die jetzt essen, aber tja. Mami Plattfuß hatte mir ein Foto mit so einem riesen Burger geschickt und das hat er jetzt davon. Guten Appetit! Wo bist du? Hocken da drin und lassen sich bedienen. Ja, bitteschön. Ist der jetzt groß genug? Also ich verteile sie jetzt und dann essen wir ganz einfach. Wir sprechen nachher dann das Fazit einfach, wie es geschmeckt hat, weil die Sauerei beim Essen, kennst du ja selber, wie es aussieht. Nee, nicht vor der Cam. Ja Leute, eigentlich ist es doch eine Frechheit ohne Probierle. Also ich habe mir jetzt wirklich Messer und Gabel geholt und ich kann es euch sagen, das Ding ist richtig geil. War sau lecker. Richtig lecker. Der hat schon verdrückt. Also einen einfachen
mit einem Patty kann ich dir noch machen. Immer gern. Okay. Du auch noch einen dann? Nein, danke. Einen reichen. Was? Muss weg. Muss gegessen werden. Also, mache ich den zwei noch jeweils einen Burger mit einem Patty. Ja. Sabbermanns Bild noch vom Bambi Blattfuß. Muss das sein? Ja, also so die zwei haben jeder jetzt noch ein Burgerchen bekommen. Mir hat einer gereicht. Aber die Jungs haben wirklich gut was geleistet heute. Super, ich bin lecker. So zufrieden. Ja, Leute, das war's dann mit diesem Video. Kurzes Fazit. Super lecker. Die Soße macht sie nach. Und was hast du davon gehalten, gefunden, von dem ersten Burger jetzt? Wir kommen gerne wieder und essen wieder. Sehr gerne. Solche Gäste hat man gerne. Den, wo man wirklich merkt, dass es denen schmeckt. Leute, ein Däumchen nach oben für einfach mal einen Burger. Würde mich freuen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Ciao, Ikrowski.